Ich bin heute da bei der Schützengilde Hall. Die haben heute da einen Weltrekordversuch für Damen und für Herren. Das heißt, entweder 400 Ringe für die Damen oder 600 für die Herren. Es ist eine ganz tolle Veranstaltung. Und als erstes darf ich da gleich einen Veranstalter, einen Kufler Arno, zu mir herbitten, damit wir den gleich mal fragen, wie sie auf die Idee gekommen sind, dass sie die tolle Veranstaltung machen. Also die grundsätzliche Idee hinter der ganzen Sache war das eine, dass die Pause, die Sportschützen haben, zwischen Weihnachten und den ersten Wettkämpfen im neuen Jahr ein bisschen auszufüllen und das mit einer hochgradigen Schicht, damit auch eine gewisse Herausforderung da ist. Eine Herausforderung für einen Sportschützen bei dem Level, was also die Tiroler Sportschützen haben, ist ein Weltrekord. Und jetzt schauen wir, was die Damen und Herren im Grunddurchgang alle so schießen und dann werden wir uns danach mit den besten Finalschützen nochmal unterhalten. Robert, Grunddurchgang 579, für dich ein super Ergebnis. Wie hat dir die Veranstaltung bis jetzt so gefallen? Die Veranstaltung ist super, ist bärig organisiert und hoffe, dass das Finale halbwegs umgeht. Franzi, im Finale unter die ersten 30 aus? Ja, natürlich. Gut, dann drücken wir dir die Daumen. Dankeschön. Jetzt haben wir nochmal die Obermoser Steffi bei uns aus Krüssen. Das ist eine heiße Schützin fürs Finale, ist immer super Finalergebnisse. Im Grunddurchgang hat die Steffi 394 gehabt. Steffi, wie warst du zufrieden mit deinem Ergebnis? Ja, ich muss sagen, obwohl ich mit 96 gut gefahren habe, habe ich mich noch recht gut davon und habe noch gut ausgeschossen. Also mit 94 bin ich voll zufrieden. Jetzt sind wir praktisch 2 Minuten, bevor die Vorbereitungszeit fürs Finale geht. Wir werden uns da jetzt aus der Schusslinie begeben und schauen uns an, wie das Finale ausgeht und werden uns dann zum Schluss nochmal mit den Sieger unterhalten. Zum ersten Finalschuss laden. Stand 8, 10,9. Zum nächsten Finalschuss. Laden. Start 1, 10,0. Gesamt 100,5. Start 2, 10,2. Gesamt 104,2. Start 8, 10,9. Jetzt habe ich da die Petra und die Sibylle bei mir sitzen. Die zwei haben sich auf die Plätze 1 zu 2 platziert und der Guido ist Dritter geworden. Jetzt hätte ich gern gewusst von euch, habt ihr es mitgekriegt, wie knapp und wie spannend das gewesen ist. Petra, wie war das für dich? Schwierig. Also der letzte Schuss war sehr schwierig, weil ich einfach gewusst habe, mir fehlt nur ein Zehntel und ich weiß, dass meine Teamkollegin sehr stark ist und deshalb war ich sehr viel Herzklopfen dabei. Das verstehe ich natürlich. Sibylle, wie war das für dich? Du hast 2-mal 10,9 geschossen, den besten Schuss, den was man eigentlich erreichen kann bei so einem Finale. Und bis zum letzten Schuss hast du voll gekämpft, wir haben es hinten gesehen. Was ist dir da durch den Kopf gegangen bei dem Finale? Ja, der Puls war eigentlich relativ konstant, aber na logisch, beim letzten Schuss ist der Puls schon ein bisschen aufgegangen. Aber ich habe mir gedacht, das Finale ist sowieso gut. Und dann ist es eigentlich schon gegangen.
Nachher möchten wir natürlich noch gerne wissen, wie hat es euch gefallen und kommt es nächstes Jahr wieder. Guido, arrivate anche la prossima volta? Beh, certamente saremo senz'altro presenti anche alla prossima edizione. Also auch die italienischen Mitglieder hat es total gut gefallen und natürlich werden die Schützen aus Eppan auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Ich gratuliere euch alle nochmal recht herzlich. Ich habe es super gemacht und es war super spannend und total lässig zum Zuschauen. Also der Weltrekordversuch heuer in Hall war ein voller Erfolg. Alle Teilnehmenden hat es total gut gefallen und uns natürlich auch. Und ich bin die Susi von DLSB1. Bis zum nächsten Mal. Und auf Platz 1, gleich wie im letzten Jahr, ich darf jetzt einfach sagen, die italienische Olympia-Hoffnung, die 2012 London, Petra Zublassi. Thank you.